So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed The Run. Im letzten Part hatten wir uns auf Platz 195 vorgeschlängelt, sind auch auf Level 3 schon aufgestiegen und deswegen werden wir jetzt halt mal den Run fortsetzen. Mal gucken, was uns jetzt zu erwarten wird. Achte auf schneebedeckte Strecken auf glänzende Flächen, das ist Eis. Etappe 1 beendet. Ah, super, das hätte ich im letzten Mal auch noch zeigen können. Freigeschaltet, Küstenhetze Challenge Serie. Profilsymbol freigeschaltet. Etappe 1, Rang 1 gegen deine Freunde. Ja, ist halt so, wenn man keine Freunde hat. Also bei Origin jetzt hier und so. Gut, dann schauen wir mal, wo wird uns unsere nächste Etappe hinbringen. Nächste Etappe starten. Der Run ist eröffnet, deine Zeit. Ja. Wunderschön, wunderschön. Deswegen jetzt halt nächste Etappe starten. Naja, National Park. Da hätten sie sich ein bisschen mehr ins Detail und in die Grafik verausgaben sollen. Das sieht nämlich nicht so prickelnd aus. Im Gegensatz zu den Autos, die sind ja hochtexturiert. Sage ich jetzt mal, hört sich vielleicht voll schwul an. Aber nee. Hohe Details und scharfe Texturen. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Yosemite Approach Park. Yosemite. Kann man ja auch dazu sagen. So, 8 Positionen gut machen müssen wir schaffen, ne? Was hat sie gesagt? Ja, bitte, bitte. Aber was hat sie jetzt gesagt? Ja, auf mir recht herzliches Dankeschön. Wahrscheinlich, dass sie kurvig oder so ist, die Strecke. So sieht sie mir schon aus, ehrlich gesagt. Aber was ist das denn Geiles? Ist ja süß. Ist ja süß. Sauber überholt, 50 XP. Uah. Ja, da braucht es jetzt nicht mehr hupen, ich bin schon weg. Der Run ist ja eine Anlehnung an den bekannten Cannonball Run, den es in Amerika gibt. Ist ja auch ein Rennen, das quer durch Amerika geht. So wie das hier. Cannonball, da gab es auch mal eine Doku drüber, dass das ja eigentlich verboten ist, aber da fahren sie auch alle mit Luxuskarossen und so. Die Beschleunigung vor der Karte ist so miserabel, obwohl es die schnellste ist, die wir hätten auswählen können. Oder die wir auswählen konnten. Aber hier ist so schön, hier gibt es keine hässlichen Takedowns mehr. Das, was mich bei Most Wanted immer so aufgeregt hat. Nehmen wir halt jetzt hier mal die Abkürzung. Boah, da ist leicht staubig alles. Boah. Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Boah, das tut dem Auto halt auch nicht gerade gut. Nee, oder? Nee, 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 nee! Oh, Glück gehabt. Das erinnert mich jetzt halt an Fast and Furious. Wo sie in dieser Wüste rumheizen. Das ist ja auch so ähnlich. Da fahren sie dann auch immer durch solche Tunnel, wo man eigentlich mehr oder weniger als Zuschauer nicht weiß, wo sie jetzt halt lang fahren und so. Hui, das war jetzt halt wohl schon der Sieg. Wir sind 6 Sekunden vor unserem Gegner. Sind es gleich 7 vielleicht, wenn wir Glück haben. Unsere Karte, schaut mal an, die ist bei 250 ernsthaft abgeriegelt. Tschum, das war's. Das ist der Sieg für uns. Beendet the Run Position. Schauen wir mal. Und 187. Also wir sind auf einem guten Weg, würde ich jetzt mal behaupten. Und was haben wir wieder? Ja, paar XP. Sehr gut. Perfektes Rennen, Fahrerstufe plus 1. 3 Resets übrig. Ja, sehr gut. Glückwunsch, du erreichst Fahrerstufe 4. Ja, womit sei nach jedem Rennen so ein Ding? Du kannst jetzt für aggressives Fahren zusätzlich XP erhalten. XP gibt es für Driftensprünge, Erreichen der Höchstgeschwindigkeit. Jo, geht klar. Dann würde ich sagen, tun wir mal The Run fortsetzen. Wie da, Run. Run, Forest, Run. So, was müssen wir machen? Nächste Location, El Portal RD. Im Yosemite National Park in Kalifornien.
Distanz bis New York nur noch 4.500 Kilometer. Macht Zeit gut. Das hat man doch erst. Das Auto zieht voll nach rechts. Schaut es mal euch an. Ich mache jetzt gar nichts. Okay, jetzt zieht er nicht mehr nach rechts. Okay, wir haben das am Anfang. 14 Sekunden nur und auf so einer kurvigen Scheißstraße. Beeil dich. Ja, was? Beeil dich. Uiala. Das war, glaube ich, unglaublich. Ja. Oh Gott, was ist das für eine Straße? Wer baut solche Straßen? Warum muss ich da fahren? Ich bin doch froh, wenn ich gerade auskomme. War nicht so klug, glaube ich, dass ich jetzt hier die ganze Zeit über Stock und Stein gefahren bin. 5, 4, 3. Boah, Zeitbonus. Das war knapp. 150 XP. Nein! Mist! Zerstört. Okay, zwei Resets haben wir noch. Vergiss den Fall, Kollege. Jetzt fahre ich nicht mehr in dich. Oh, 5 XP. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, hier sehen wir, dass es gerade geht. Deswegen mal Nitro. Okay, also mit dem Auto, das ist cool. Das kann ich eigentlich doch, glaube ich, sogar weiterempfehlen. Weil es sich super fährt. 3, 2, 1. Unglaublich, auf die letzte Sekunde wieder. Also ich würde sagen, wir haben echt immer gescheit Dusel. Also einfach nur Glück. Beeil dich. Sag mal, klappt es jetzt halt langsam mal bei euch? 3, 1. Yeah, wieder auf die letzte Sekunde. Unbelievable. Also auf schwer ist in dieser Zeit Rennen, glaube ich, wirklich richtig krank. Von jetzt geht's ja eigentlich noch. Wir haben jetzt noch nicht so eine üble Karre. Das war's. Haben wir auch schon wieder beendet. Rennen sind relativ kurz, muss man mal dazu sagen. Der Run immer noch 187. Auszeichnungen, schauen wir mal. 800 für Fahrt. Noch 100 Punkte wegen 2 Resets. Ja, und es war's. Gut, fortsetzen. Jetzt geht's nach El Capitan. Nach El Cap, ne? Auch im Yosemite National Park. Ich bin hier El Cap, ne? Benutze Resets 3, das geht ja eigentlich noch. Durchschnittstempo 236 auf 233 Kilometern. Ja, da steht überall immer das Gleiche. Dominiert haben wir noch nichts. Na, schade. Ah, da sind wieder Gegner. 6 Positionen. Gib mir mal Gas. Also wir haben 3 Stück, wir können die auch manuell nutzen, aber warum sollten wir? Sehr krampf. So, jetzt geht's rennen langsam mal hier los vielleicht. Da ich hier nur hinten dran hänge. Hä? Tankstellen befinden sich entlang der Rennroute. Halte auf der Minikarte Ausschau nach ihnen. Halte bei einer Tankstelle an, um auf einen neuen Wagen umzusteigen. Schalte neue Wagen frei, die du in der Run verwenden kannst, indem du Challenge-Serien und Online-Multiplayer spielst. Wähle Wagen, die zur jeweiligen Strecke passen. Muscle-Cars für Highways, Exoten für technische Strecken und Sportwagen für städtische Umgebungen. Wo ist jetzt hier eine Tankstelle, bitte? Ah, hier. Ich will da jetzt rein. Okay, und was können wir jetzt hier machen? Wagenwechsel. M3, M3 GTS. Sind ja dieselben. Camaro, Mustang, GTR. Schauen wir uns einfach mal die Bilder an, vielleicht. Okay, also der normale M3 GTS ist das, auf jeden Fall. Das ist hier ein bisschen tiefer gelegt, oder? Camaro ZL1. Ford Mustang Boss 302. Fairlady. Nissan.
Nissan GT-R. Sehr geiles Gerät. 911 GT2. 911 Carrera S, ja, das haben wir ja gerade. Ich würde sagen, wir steigen mal auf den GTR um, da er auch ein Exot ist. Und wir mal auf Exoten fahren sollen. In welcher Farbe nehmen wir den? Was ist das denn? Das sieht die Motorhaube voll cool aus. Okay. Ich würde sagen, so nehmen wir den Kit auswählen. Was ist das denn? Testen wir mal. Serie. Style Pick 1. Okay. Was ist da der Unterschied? Außer, dass es irgendwie relativ hässlich aussieht. Finde ich. Style Pick 2. Hm, da ist ganz schön breit geworden, die Karre. Und das Racer Pick. Hm, okay, und nehmen einfach mal das. Farbe auswählen. Alter, was gibt's denn da für kranke Farben? Ist ja mal cool. So sieht aber es richtig nice aus. Das Spiel lädt ziemlich lange, schon aufgefallen, Leute. Schwarz ist halt auch das schwarze Biest. Uah. Uah. Ekelhaft. Na, auch nicht unbedingt so cool. Lila? Naja, auch nicht. Und Silber? Weiß? Nee, wir nehmen das Black Beauty Kit. So, boah, sieht das böse aus. Bin ich jetzt halt mal gespannt, wie der sich so fährt. Weil er ist, soll ja angeblich, also bei Most Wanted 2 sind wir den ja auch schon gefahren. Da war er ja extrem geil. Ups, kommt da gleich noch einer. Okay, wir sollten jetzt langsam mal versuchen, ein paar Positionen gut zu machen. Ich fahre wahrscheinlich in dem Spiel noch an 1000 Dingern vorbei, an 1000 Tankstellen. Weil ich da ja nie drauf achte. Ich schaue ja nicht auf die Minikarte. Ups. Jetzt habe ich ja keine Zeit dafür. Ich muss ja hier, muss ja reden, muss noch halbwegs vernünftig spielen, obwohl das ja eh nie klappt. Dann muss ich ja auch noch auf die Minikarte gucken, klar. Oh, was ist das für eine Strecke? Gar nicht gut gestartet, gar nicht gut haben wir das gemacht. Okay, mit Nitro da hoch. Mit Handbremse meine ich. Da oben ist das Ziel, fuck. Mist. Da haben wir das wohl in den Kurven hochwärts ziemlich vermasselt, würde ich mal behaupten. Das erste Rennen, das wir nicht geschafft haben. Scheiße! Ich habe gehofft, wir können das Spiel vielleicht so komplett durchspielen, ohne überhaupt mal ein Rennen neu zu starten. Aber leider ja nicht. Nee, gegen nicht. Wäre ja zu schön. Ah ja. Egal. Egal. El Portal. Ja, zu lad bitte heute noch. Was, jetzt haben wir wieder die Karre? Nein! Ich möchte aber wieder unseren geilen Nissan. Der hat mir nämlich doch wegen mehr zugesagt. Wahrscheinlich lag es am Nissan, dass wir das nicht geschafft haben. Okay, kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Tankstelle. Schnell da rein. Dann wählen wir wieder unseren Nissan. Wählen ein Kit aus. Nehmen wieder das Race Pack. Nehmen auch wieder Black. Und gehen wieder zurück auf die Straße. Hä, das hat jetzt nicht gezählt, dass wir den Gegner überholt hatten schon. Na super. Jetzt können wir hier ewig viel aufholen oder was? Das Rennen ist ja nicht so schon schwer genug. Aber der hat schon einen brutalen Sound, oder Leute? Was meint ihr? Das ist cool.
Coole ist, hier fällt halt alles auf dem Haufen, ne? Aber diese Kids, die bringen ja nichts an Leistung, glaube ich. Also es war zumindest halt ja nichts dabei gestanden, ne? Da vorne dieser Fire, Fair Lady Ding. Ich will mal Firebird sagen. Der kämpft halt ganz schön da vorne. Oh. Mist. Komm, gib Gas, komm, drauf, drauf. Gas, 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 Gas. Der hängt uns direkt am Sack. Directly am Sack. Und jetzt hat er rein. Zack. Yes. Boom. Run-Position, ja. 181. Das ist gut, das ist gut. Auszeichnungen. Ja, voll wenig eigentlich, ja. Perfektes Rennen, aber 500 dafür. Resets übrig, kriegen wir auch nochmal 150 hinterher geschmissen. Ja. Leute, schaut auf die Uhr und ihr werdet merken, ja, es ist schon wieder an der Zeit, Bye-bye zu sagen. Und deswegen danke ich euch jetzt erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.